Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Und anscheinend bin ich an der Goldküste. Ich glaube, ich hab schon Mondsteine gesammelt, ne? Ich habe schon drei. Ah ja, okay. Beim letzten Mal habe ich offenbar drei Mondsteine gesammelt. Und jetzt hole ich mir die anderen zwei. Und dann sind wir quasi schon im Finale des Spiels, sobald ich die habe. Aber, die zwei anderen Mondsteine habe ich, glaube ich, schon angekündigt, dauern ein bisschen länger zu holen. Also, ich glaube, jeder einzelne davon wird so lange brauchen wie die drei vorherigen. So, wo will ich denn als erstes hin? Von da hätte ich eigentlich... Ich glaube, ich gehe als erstes nach Tokio. Denn ja, in Tokio ist jetzt was los. Tokio wurde von Virusgas ausgelöscht. Oder so. Wir gehen da mal hin. Also, ja. Ah. Biowaffen ist auch echt nicht nett. Und wer weiß, was Beruga noch so ausbrütet. Wait. Ich bin hier völlig verkehrt. Kann das sein? Oder? Nee, da ist Japan. Finstere Atmosphäre. Ja, es ist die Zombie-Musik aus Luran. Ihr hört richtig. Und ich weiß, ich muss hier hin. Ring! Was? Was ist das für ein Geräusch? Es scheint von dem Tisch dort in der Ecke zu kommen. Sieht aus, als ob ein Empfänger, also ein Funkgerät. Ich habe als Kind nie begriffen, was ein Empfänger sein soll, das ist ein Funkgerät. Empfänger in der Schublade sei. Ark findet einen Empfänger! Und wir können ihn leider nicht sehen, weil er von der Textbox verdeckt ist. Bravo! Eine leise Mädchenstimme ertönt. Hilfe! Bitte hilf mir! Jemand ist noch am Leben? Hier ist ein Überlebender? Zu Hilfe! Mutter! Vater! Hörst du mich? Wo bist du? Zu Hilfe! Es hört sich so an, als ob sie damit umgehen, nicht damit umgehen könnte. Sicher hält sie den Sprechknopf die ganze Zeit gedrückt. Hey, lass den Knopf los. Ruhig. Hörst du das Geräusch im Hintergrund? Hilfe, hört mich jemand? Klingt wie Wasser. Das, obwohl es hier keinen Fluss gibt. Tokio ist eine Hafenstadt. Just saying. Dann muss es hier eine Kanalisation geben. Unter der Erde. Nee, echt? Hätte ich nie gedacht. Ja. Wer bis hierhin schon gedacht hat, man kommt um das nervigste RPG-Klischee herum, das es gibt. Nein. Auch Terranigma hat ein ätzendes Kanallevel. Aber was Kanallevel angeht, muss ich sagen, ist eins der harmloseren. Das geht wirklich. Nani! Diese Tür war doch vorher verschlossen. Puh, was für ein Gestank. Ich glaube, ich muss... Das ist also das andere Gesicht der Großstadt. Wie ein Krebsgeschwür in einem Adoniskörper. Ich finde, Großstadt ist auch nicht gerade ein Adoniskörper, aber gut, das sieht ja jeder anders. Der Gestank. Ich muss durch den Mund atmen. Ja, und ja, Schleime. Ekelschleim teilt sich, na mir doch egal. Oh, was bist du? Wie kommen denn Geister in die Kanalisation? Na gut, das ist die Kanalisation von Tokio, was wundere ich mich. Nicht gut, verschlossen. Und Mutantenschweine, natürlich. Was wundere ich mich eigentlich noch? Sind übrigens dieselben Mutantenschweine, also nicht genau dieselben Gegner, aber sie benutzen dasselbe Modell. Also das, ja, denselben Sprite wie die Mutantenschweine aus Berugas Labor. Zufall? Ich glaube nicht. Und die haben sogar Knarren. Ja, kein Scheiß, die haben eine Knarre. Ich will jetzt mal kurz... Nee, er rennt auf mich zu. Ah, macht aber ganz schön Schaden.
Ja, die ballern. Ich bin jetzt irgendwie zufällig ausgewichen. Ich wollte es euch eigentlich mal gezeigt haben, aber sie ballern. Das ist irgendwie die Quintessenz. Und die Gewehre sind grün. Irgendwie ist ja alles grün. Würde mich nicht wundern, wenn gleich der Hulk um die Ecke kommt. Bin ich der Einzige, den es etwas verstört, dass das Geräusch, wenn sich der Ekelschleim teilt, dasselbe Geräusch ist, wie wenn Ark etwas isst? Basis. Zu Hilfe, Mutter, ich habe Angst. Kreisch. Nein. Leak! Was? Was ist passiert? Übrigens, diese Basis heißt ganz bestimmt nicht Basement und ist eigentlich ein Keller. Nein, nein. Das wäre Quatsch. Ark hält den Kanalschlüssel. Epic. Okay, ja, wie gesagt, also was Kanallevel angeht, Kanallevel sind immer scheiße, aber dieses hier geht echt. Also es ist über wie ein Sack Sülze, wie fast alle dieser Mondstein-Geschichten. Ich meine an der Stelle, ich sag's mal so, also die Mondsteine, dass man die sucht, ist nervig. Es hält die Handlung auf, aber ich glaube, es ist an der Stelle auch keine blöde Idee, die Handlung aufzuhalten, damit man einfach eine kurze Atempause hat zwischen, man hat jetzt Beruga getroffen und hat da eine Menge Spooky Facts gedroppt. Ah, Moment, Story geht weiter. Die Gegner greifen mich an, aber können mich nicht erwischen. Hilfe, ein Löwe jagt mich. Hilfe, schluchz, bitte. Ah. Ein Löwe in der Kanalisation? Ja, kein Scheiß. Also diese Mondstein-Level sind eigentlich voll für den Arsch. Die sind nicht besonders spannend und man sammelt nur die Mondsteine, aber die Atempause tut, glaube ich, ganz gut. Weil nachdem man die Mondsteine hat, geht's halt Schlag auf Schlag weiter. Ein Löwe, er frisst mich. Es tut mir leid, ich kann diese Sequenz einfach nicht ernst nehmen. Beruhige dich. Hast du als Einzige überlebt? Hilf mir, los, schnell. Scheiße, das ist ja echt ein Löwe. Ja, wer sich erinnert, es war mal die Rede davon, der Antiquitätenhändler oder was das war, oder der Kuriositätenhändler in Tokio, dem wurde ja vorgeworfen, dass er Tiere hortet oder mit Tieren handelt. Wahrscheinlich ist er so an den Löwen gekommen. Yes, natürlich. Im Abwasserkanal von Tokio liegt Weihwasser. Was auch sonst. Teich. Teich. Ich weiß nicht, was das im Englischen war. Wir wissen ja, Mois hat sich meistens an den englischen Versionen orientiert. Ich könnte mir denken, dass es Pond ist und Pond kann, glaube ich, auch einfach nur sowas wie Sickergrube heißen und das wäre hier naheliegender. Es hat arg so komisch gezuckt, dass ich schon dachte, ich wäre tot und habe es gar nicht gemerkt, dass ich wenig Leben habe. Was ist da? Ein Glückselixier. Trinken wir das Elixier, das wir in der Kanalisation von Tokio gefunden haben. Wie schön. Wenn ihr übrigens denkt, die Kanalisation von Tokio ist schon weird, dann freut euch mal auf den nächsten Mondstein. Das ist weird sein Vater. Aber ich glaube, da kommen wir in dieser Folge nicht mehr zu. Oh, Level Up, wie schön.
glaube, hier ist irgendwo noch eine Waffe versteckt. Ach, da vielleicht? Oder eine Rüstung. Naginata! Nice. Japanische Schwertlanze. Japanische Klefe. Wow! Das lohnt sich. Was diese Elektro-Augen-Schieße-Dinger eigentlich sind, ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Das ist sowieso Wahnsinn, was die Japaner hier in ihrer Kanalisation haben. Oh, natürlich, ein Kristall. Ist wahrscheinlich eher so ein Ruinstein oder so, aber hey, who cares? Okay, denken wir nach. Wir haben hier Geister, wir haben Schleime, wir haben Mutantenschweine und komische Augendinger. Was könnte jetzt noch weirder an Gegnern sein? Ja, natürlich! Riesige Mörderroboter! Was auch sonst? Warum wundere ich mich eigentlich? Ah, und die Shogun-Rüstung kriege ich auch. Wie schön. Von den riesigen Mörderrobotern, die ich mit einem Speer bekämpfen darf. Ist aber nur minimal besser als der Seelenpanzer. Also... Was ging da in eurem Kopf vor, Quintett? Könnt ihr mir das erklären? Warum diese Roboter? Ich komme nicht drauf klar. Warum liegen hier so viele Knochen in der Kanalisation? Bitte verschone mich. Was hat die da eigentlich in der Hand? Soll das der Sender sein oder was ist das? Schon gut. Komm weiter. Ark, der Meisterkrieger ist dein Freund. Nanu? Was ist los mit ihm? Natürlich, Ark! Fällt ja dem Löwen nichts auf? Sieh ihn dir doch mal genau an! Hollerö! Das ist Liam! Ich half ihm bei seiner Prüfung! Lange her, aber ich weiß es auch noch! Oh, schöne Musik! Problem gelöst! Leider verstehe ich die Tiere nicht mehr. Im Felsental war er so klein und süß und nervig und frech. Und ich habe ihm einen Mondstein gegeben, den das Skelett in der Wüste hatte. Warum kriegen wir denn seinen Mondstein nicht hier? Ich werde es nie erfahren. Der Löwe hat sich beruhigt, als du kamst. Ich frage mich, warum? Der Löwe heißt Liam, er ist ein Freund von mir. Ein Freund? Du Abfahrer! Möchte er vielleicht noch einen Freund? Erzähl mir, was geschehen ist. Die Leute lösten sich einfach in Luft auf. Also okay, sie haben sich echt aufgelöst. Sie sind nicht krank geworden. Nein, sie haben sich aufgelöst. Meine Eltern verschwanden vor meinen Augen. Seitdem war ich ganz allein. Es war furchtbar. Doch dann sprach eine Stimme aus diesem Anhänger zu mir. Sie hat mich aufgemuntert und mir Mut gemacht, nicht aufzugeben. Du warst sehr tapfer und du hast es geschafft. Ich fühle, dass du auch allein bist. Ich weiß es. Nimm deshalb diesen Anhänger. Er wird dir Mut verleihen. Ark hält den Mondstein! Ring! Aus dem Empfänger tönt eine Stimme. Hallo, kann mich jemand hören? Ich bin Angehöriger des Liberita-Rettungsteams. Antwortet bitte. Gerettet. Wir hören. Wir sind in einem Kanalstück nahe des Lagerbereichs. Außer mir noch ein Mädchen und ein Löwe. Wir brauchen Hilfe. Alles klar, wir haben euch geortet. Warte, ein Löwe? Liam, ich muss weiter. Kannst du das Mädchen beschützen? Bald schon wird Hilfe kommen. Gut, ich glaube, ich kann mich mit Liam anfreunden. Ja, der landet wieder im Zoo. Wer jede Wette.
Aber da denken wir lieber nicht allzu sehr drüber nach. Genauso wenig wie über die Mörderroboter. Wie sind Liam und die Göre eigentlich an den Mörderrobotern vorbeigekommen? Ich werde es nie erfahren. Teich, natürlich. Ja, es gibt auch leider keinen schnellen Ausweg. Ich muss den langen Weg gehen und ich werde die Gegner aber links liegen lassen. Und wie gesagt, das ist noch echt nicht der weirdeste Mondstein. Der weirdeste ist der nächste. Wobei, da ist es jetzt weniger so irrsinnig weird, sondern eher so, hä? Weird. Wo du einfach nur denkst, was soll das? Also es ist nicht, es ist weniger lustig, will ich damit sagen, aber es ist noch verwirrender. So, ist hier eigentlich noch irgendwo ein Speicherpunkt? Hier gab's doch mal einen, glaube ich, ne? Hier war die Kneipe. War hier nicht beim Nudelwettessen ein Speicherpunkt? Nee? Okay, ich suche mal ein Hotel. Vielleicht hat das Hotel noch einen Speicherpunkt. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wie ich das Hotel finde. Es steht vielleicht innen dran, aber... Ha. Na okay, ich nehme sowieso direkt danach noch ein Video auf, dann mache ich jetzt hier Schluss. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles tut. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, gebt ihr wieder einen Daumen nach unten. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim weirdesten Mondstein. Ciao, ciao!